Aua! Au, mein Bein! Beine! Achso, ich sitze auf ihm drauf! Mach noch einen Witz, dass ich im Moment niemanden ranlasse, komm schon! Die Anke lässt niemanden ran! Die Anke doch, Anke ist ja eine Schlampe! Moment! Moment! Jetzt erst einmal ein Hinweis in eigener Sache. Als ich anfing, diese Doku zu schneiden, die dann immer länger und immer länger und immer länger wurde, war es am Ende eine Comedy. Es war dann wirklich eine Comedy. Und wie nennt man das jetzt? Domedy? Dogmedy? Medidoc? Wir haben keine dunkle Stimme. Du hast gar keine, das ist die Scheiße. Echt? Ja. Krass, ich dachte, das heißt Zellulite. Sieh mir das nicht! Siehst du das nicht? Also, wir arbeiten. Oh. Wie fühlen Sie sich? Heiß. Unvergleichlich heiß. Erbsensuppe. Gibt's das heute? Nee, ich glaube nicht. Heute Abend gibt's Persisch. Sondern Erbsensuppe. 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 Erbsen. Erbsen. Ich nehme keine Medikamente. Aber das ist nichts gegen Muskeln. Aber dann andere verbessert. Krank ist auch noch. Ich grüße euch an dieser Stelle. Ja, das ist wirklich eine Comedy geworden. Und woran liegt das eigentlich? Nun ja, es gibt Models, diese, jene und es gibt Anke. Aber wie fing das Ganze eigentlich an? Im Juni 2011 trafen wir Anke das allererste Mal, das ist jetzt also schon 11 Jahre her. Anke hatte sich damals auf Girls, auf die Comedy-Serie beworben und dann haben wir sie eingeladen und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Vor der ersten Klappe habe ich Anke und Sabine ganz rudimentär erklärt, worum es ging. Also Anke ist Tänzerin, hat ein Casting gewonnen, ein sehr wichtiges Casting, damit sie mit der Truppe nach Las Vegas kann, freut sich tierisch, besucht ihre Freundin, also Sabine, im Büro, hat eine Flasche Wein zum Feiern da, knallt die auf den Tisch und erzählt einfach, wie das Ganze gelaufen ist. So habe ich das den beiden erklärt und zu Anke habe ich natürlich noch gesagt, rede einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Aber was dann kam, das habe ich so, zumindest in meinen Produktionen, noch nicht erlebt. Ein bisschen früh? Zu feiern ist es nie zu früh. Was soll denn das? Wir haben einen Grund dazu. Du bist lieb für mich, aber nicht. Ich muss ja noch arbeiten. Netzwerk streikt, aber ich muss da noch mal ran. Aber jetzt erzähl mal, wie ist denn gelaufen? Oh, wie es war? Du glaubst es gar nicht. Also, du hast so meine Generalprobe gestern gesehen. Es lief überhaupt nicht. Ich habe mich fast bei jedem Versuch so auf die Nase gelegt. Heute, ich komme da rein, total unsicher. Bin auf einmal, hab angefangen, Jury, alle am Gucken. Ich total eingeschüchtert, dann kam ich auf einmal dran. Bin da hoch im Spagat, bin ein Stückchen abgerutscht, hab dann aber so ein Salto gemacht, stand auf einmal. Und alle am Jubeln, die Jury total begeistert. Dann die eine, die so super war, von der ich dir erzählt habe, die in New York die Ausbildung gemacht hat, hier bei dieser Svetlana Pronova. Die hat auf einmal angefangen zu weinen, die ist rausgegangen, du kannst es nicht glauben. Und ich da, yeah, jetzt haben die mir einen Vertrag angeboten für ein halbes Jahr, vielleicht wird er noch verlängert und ich kann mit nach Amerika, wir machen diese Las Vegas Tour.
Ah, ich kann es nicht glauben. Ey, ich habe meine Wohnung darauf hingekündigt. Ich habe alles hingeschmissen, meine ganzen Möbel verkauft und alles. Total super. Ich fange ein neues Leben an. Du glaubst es nicht. Ich glaube, du brauchst mal einen Schlucker. Was Wein? Den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich muss dir das weitererzählen. Total super, ey. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jetzt Las Vegas. Übermorgen geht's schon los. Ich habe Auto verkauft. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten und es ist mir scheißegal. Ich kann einfach total neu anfangen. Aber meine Show, mein Gott. Ich muss dir das zeigen. Ich brauche irgendwie eine Stange oder sowas. Hast du sowas? Ah, du hast eine Leiter. Super. Die nehme ich mal gerade, ne? Du hast ja kein Problem damit. Und wie das ausging, das wisst ihr. Oh, was habe ich denn gemacht? Jetzt kommen wir aber erst einmal zur Produktion Breakdown zurück und wir beginnen mit dem ersten Teil Making Casts, Sabine und Anke. Also, das wird ein kurzer, aber das wird so nichts. Dürfte eigentlich schon warm werden, ne? Das ist eine echte medizinische Behandlungsliebe. Ohne 10 Karten. Im Laufe der Jahre bin ich immer wieder mal gefragt worden, ob man bei einer Produktion nicht dabei sein könnte. Frage, die ich sehr gut verstanden habe. Aber das musste ich leider immer verneinen. Wir sind keine Live-Show. Wir sind hier nicht auf einer Bühne im Theater. Wir müssen unsere Arbeit machen. Und daher habe ich mir gedacht, diesen Drehtag mit Anke etwas ausführlicher zu dokumentieren. Wir kommen jetzt also zum ersten Teil des Making-ofs. Da könnt ihr sehen, wie ich mit Anke die Arbeit gemacht habe zum Film. Da sind auch verwackelte Szenen mit dabei. Und dann direkt im Anschluss, wie das Ganze fertig geschnitten aussieht. Und wenn man mit Anke arbeitet, dann ist das sehr, sehr unterhaltsam. Ich sag nur Erbsensuppe. Test, Test. Es geht wenigstens. Test. Du bist jetzt hier vor die Kamera. Bei dir? Hier vor die Kamera, ja. Du läufst dann praktisch von hier und wir einfach los. Okay. So, jetzt kann man mal hinstellen, das Kissen aufschütteln. Einfach ein Kissen aufschütteln, wenn ich sage Go. Und dass wenn du es aufgeschüttelt hast, setzt du dich da einfach nur mal hin. Gut. So, sag mal was. Erbsensuppe. Gibt's das heute? Nee, ich glaube nicht. Heute Abend gibt's Persisch. Sag mal Erbsensuppe. 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 Erbsen. Erbsen? Erbsen? Und jetzt denkst du direkt an, sag mal, ist das richtig, dass ich das hier komplett alleine abbauen soll? Wisst ihr, was das wiegt? Und ich habe das außen noch nicht gemacht. Ja. Dann kriegst du irgendwas von erzählt, Personalmangel und so weiter. Und lass dir ruhig Zeit und das kriegst du schon hin. Dann kannst du sagen, okay, ich versuch's. Okay. So, das Wegnehmen vom Kopf, nicht? Und dann, jetzt musst du schon ein bisschen lauter reden, wenn du was sagst, weil es weiter weg ist, ne? Legst es dann dahin, legst das Telefon hier vorne hin und dann komme ich darüber und dann stehst du erstmal davor. Okay. Nicht mehr da so? Also so mit den Kniekehl ansetzen? Nee, die sind eigentlich mehr ganz grob. Ne? Okay. Ich kenne von der Physiotherapie so einen Schlingentisch, wo man beide Beine so reintut und dann eine Wirbelsäule so entlastet wird. Jetzt sagst du so ein bisschen nicht zur Wand, sondern so ein bisschen Richtung Mikrofon. Ne? Boah, ist ja voll angenehm hier. Ist ja ein bisschen spannend. Jetzt weiß ich auch, warum manche Patienten immer wiederkommen. Okay. So, erstmal die Augen zu und dann erstmal hörst du so ganz dumpf und dann, oh Gott, alles klar. Geh mal zurück. Warte, soll ich dir helfen? Warte. Okay. So, jetzt bin ich, das machst du das Ganze nochmal, da musst du jetzt nicht bei schreien. Ja? Okay. Ich brauche jetzt nur dieses Runterfallen, wie du es eben gemacht hast. Aber die Füße dürfen noch so halb drin bleiben? Ja, ja, ja. Ob sie dann letztlich draußen sind oder ob einer, das ist okay. Relativ wurscht. Ich bin jetzt nur auf den Beinen. Sehr schön. Gut, pass mal auf. Jetzt
versuch dir mal, du müsstest jetzt in so einer Position irgendwie eine Weile bleiben. Ah, oh, okay. So, genauso hängen bleiben. Okay. Jetzt brauche ich von dir, boah, was ist denn hier passiert? Und guckst dann so hoch an dir und so weiter. Was ist mit meinem Bauch? Achso, man sieht meinen Oberkörper. Ja, ja, achso, oh, stimmt, hast recht. Jetzt erst nochmal, jammer mal. Aua, au, mein Bein. Beine. Achso. Und jetzt also wirklich jammern, versuchst dich da rauszuwinden irgendwie und am Ende bist du komplett auf dem Fußboden. Das ist das, was darf ich mich dann fallen lassen? So. Darf ich dann fallen, aber dabei immer nicht vergessen, dass das geht. Ja, du hast hier tierische Schmerzen, das gibt's, ne? Alles klar. Soll ich jetzt alles alleine abbauen, oder was? Ja, ich habe das auch noch nie gemacht. Ich bin ja dafür gar nicht zuständig, normalerweise. Ja, alle im Urlaub, ja. Jetzt sitze ich hier und habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Eigentlich bin ich ja eh heute alleine hier. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Boah. Das ist ja so entspannt. Ich kann mir schon jetzt vorstellen, warum manche Patienten einfach immer wieder zurückkommen. Was ist denn das? Das Telefon. Jetzt noch eine kurze Erläuterung zum Szenenaufbau in dieser Doku. Also eben habt ihr das Making-of gesehen, wie der Film gemacht wurde, dann die fertig geschnittene Szene, dann haben wir das Making-Cast, wie Sabine die Gipse gemacht hat und dann habe ich natürlich noch Fotos gemacht, das ist dann das Set-Video. Und das kommt in einer chronologischen Reihenfolge jetzt in dieser Doku bis zum Schluss hin. Eine Frage, die auch immer wieder kam, ob ich vorher ein Skript schreibe, ein Drehbuch, ob die Models die Texte vorher kriegen, ob sie das auswendig lernen müssen und so weiter und so weiter und so fort. Schreibe ich da wochenlang rum? Nein.
Ich habe das ein paar Mal versucht und das ging dann folgendermaßen aus. Entweder das Model kam nicht, das kommt auch immer wieder mal vor und zwar ohne abzusagen, oder es kam das Model und ich stellte fest, sie passt nicht zur Geschichte. Und dann musste ich mir sowieso etwas Neues einfallen lassen. Ich habe es dann gelassen. Wir fangen ganz einfach morgens nach dem Frühstück an, ich denke mir die Geschichte aus und gehen das Ganze Step by Step durch, so out of the brain. Und jetzt das erste Set-Video. Fotos. Jetzt kannst du dich mal anfangen zu bewegen, bitte nicht allzu schnell. Mal das Bein da rausnehmen, Arm, weh und so weiter. Einfach wichtig ist jetzt bewegen, da mal hinsetzen, Beine darüber. Ne? Kannst sie dann auch abhängen und so. Das Ganze jetzt irgendwie langsam rückwärts. Gut, kannst anfangen. Jetzt noch mal ein bisschen was zu meinen Fotos. Ihr seht ja, dass ich sehr viele Bilder mache und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Ich arbeite mit dem Licht, das zur Verfügung steht, entweder mit Tageslicht oder ich stelle noch eine Lampe oder zwei, drei auf, was aber nicht einem Blitzgerät entspricht, sondern eine gewisse Helligkeit hat und dann bewegt sich das Model. Das heißt, ich habe in den Bildern auch immer Bewegungsunschärfen. Das heißt, ich brauche von einem Bewegungsvorgang, brauche ich mehrere Bilder, damit dann immer wieder ein gutes und auch scharfes Bild dabei ist. Wenn ich jetzt anfange, was ich auch schon gemacht habe, jede Szene zu stellen, gesagt, dein Arm dahin, das so, das so, das so und dann klick. Wenn ich das einmal auf eine Szene umlege, die man in 10, 15 Minuten durchspielen kann, dauert das eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Da kommt nichts bei rum und die gestellten Szenen sehen meistens nicht gut aus. Sie sehen sehr, sehr unnatürlich aus und ich habe halt festgestellt, wenn die Models sich frei bewegen und es so machen, wie sie es in so einer Situation auch machen würden, habe ich viel natürlichere Bilder. Das reicht ja, wenn ich das so grob zeige. Ja, wichtig ist für mich, dass du dich jetzt viel bewegst. Wenn ich dich dann hole oder bleibe oder so. Jetzt noch einmal zu Girls. Diese Produktion, die allererste mit Anke in 2011, hat mir so gut gefallen, dass ich beschlossen hatte, hier in loser Folge Ausschnitte aus dieser Produktion einzuflechten. Kommt also immer wieder mal ein kurzer Ausschnitt aus Girls aus 2011. Und es ist nur ein Schienbeinbruch. Nur. Und wenn ihr überlegt, ob ihr euch in einer solchen Situation einen Stuhl holen wollt, um euch hinzusetzen, seid vorsichtig. Denn ihr habt keine Ahnung, welche Reaktion das auslösen kann. Du Biest! Was hast du gesagt? Das ist nur ein Schienbeinbruch. Nur ein Schienbein? Nur? Nur? Sag mal, was ist denn mit dir los? Dass der Arzt das sagt, dass der nicht versteht, wie ernst der ganze Scheiß ist, das kann ich ja noch verstehen, aber dass du sagst, nur mein Leben, alles, ich fass es nicht, nur ein Schienbeinbruch, Scheiße. Sag mal, du tust gerade so, als hätte ich dich von der Leiter geworfen. Was wirfst du mir vor? Das hast du doch im Grunde. Mensch, komm mal runter, jetzt werd erst mal wieder gesund und das... Gesund werden? Was hab ich denn davon? Ich werd vielleicht irgendwann mal wieder laufen können in Monaten, so wie das aussieht. Aber was hab ich denn dann davon? Was ist denn das für ein Leben? Ich hab keinen Job mehr, ich hab kein Auto mehr, ich kann mir irgendwo eine Parkbank oder eine Brücke suchen, wo ich dann schlafe. Was soll ich denn machen? Und überhaupt, guck dir an, wie ich hier lieg und... Was... Willst du eigentlich hier so rum? Kannst du nicht mal ein bisschen Platz machen? Das ist doch alles scheiße. Jetzt beruhig dich mal. Ich hole mir einen Stuhl und dann mache ich dir das Bett ein bisschen hoch. Heiß. Weißt du, das ist mal wieder so typisch. Es ist dir scheißegal, wie ich hier lieg und rumhänge. Hauptsache, du hast erstmal einen Stuhl und kannst dich hinsetzen, weißt du, ey? Mann. Ja, ich komm ja. Manchmal musste ich neben vielen Themen, wie zum Beispiel Pferdefleisch, auch einmal daran erinnern, dass wir am Arbeiten sind. Okay, was ich hier mache? Okay.
wir haben jetzt jahrelang Pferd gegessen, ja. Können wir auch mal umprobieren. Nee, aber auch Pferd kann man ja. Also ich habe als Kind auch schon Pferd gegessen und so. Ja. Es gibt ja so Pferdeklopse und im rheinischen Sauerbraten ist das drin. Mhm. Und da habe ich als Kind jetzt noch nicht geholt. In der Schweiz kriegst du Pferd ganz normal, indem du es so verpackt wie so Koteletts und alles, so Grillfleisch. Hallo, wir arbeiten. Oh, Pferd. Nicht Pferd. Jetzt noch einmal zum Zeitmanagement. Ein Shooting, der Morgen beginnt so, sagen wir mal 8 Uhr, 8.30 Uhr, bis wir gefrühstückt haben und bis das alles erledigt ist. Naja, dann ist es 9, 9.30 Uhr, dann fangen wir um 10 Uhr an. Da muss Make-up gemacht werden, ich muss mir die Geschichte überlegen, das Set muss aufgebaut werden, alles muss aufgeräumt und eingerichtet werden. Und dann weiß ich natürlich, irgendwann, 19 Uhr, 20 Uhr, da ist dann Finish. Manchmal haben wir mit einem Model 2-3 Tage, aber manchmal auch nur einen Tag. Da fährt abends der Bus oder wie auch immer, oder der Zug. Ja, da muss ich fertig sein. Und wenn, ich sag mal, der Schlussstrich, die letzte Klappe nicht gefallen ist, dann ist die ganze Arbeit vom ganzen Tag für die Tonne. Das heißt, ich muss fertig werden. Das heißt, bei all dem Spaß, den wir da haben und bei all dem Lachen, was da manchmal ist, gucke ich innerlich ständig auf die Uhr. So, jetzt die Halskrause runter, mal die Haare ein bisschen kämmen oder so, ich brauche ein paar Porträts. Oh, vielleicht brauche ich auch noch mal Puder, ich merke das. Puder? Ja. Hat sie eine Windel an? War ich jetzt eigentlich unter Anke? Oder sie auf mir? Oh Mann. So viel Sport habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht, ey. Oh. Gut, du versprichst mir ganz stabil zu sitzen zu bleiben, ja? Das versprichst du mir. Was krieg ich dafür? Nach der Energy Drink? Ja, wie kriegst du ja sowieso. Achso, du hast Angst, dass ich dir so bin. Wenn mir denn das, wenn mir da was auf den Kopf fällt. Ganz klein bisschen spreizen, so ein bisschen, dass es dein Gesicht hat, darum geht's. Was eine Position. Sehe ich fertig aus? Ja. Darf ich die Haare so wüst im Gesicht? Ja. Sabine, ich bin unter Anke. Los, das Band noch gleich wechseln. Die Szene kannst du jetzt machen. Ich sitze auf ihm drauf. Make-up und Haare müssen zwischendurch auch immer wieder einmal gemacht werden und aufgefrischt werden. Aber Anke wäre nicht Anke, wenn Anke nicht das täte, was Anke ebenso tut. Jetzt mache ich dir das Sommersport. Hast du gesehen, was der gemacht hat, Louis? Oh, Herrgott! Oh! Hat der angefangen? Das ist eine Pelze. Nein! Das war echt immer krass, ne? Bei Kindern muss ich immer gucken, was man so sagt. Ja. Bei einer Seite sollen die dann nicht so was sagen. So, du kannst. Lässt mich ja nicht ran. Mach noch einen Witz, dass ich im Moment niemanden ranlasse. Komm schon. Die Anke lässt niemanden ran! Die Anke doch, Anke ist ja eine Schlampe. Und bei Girls ist Anke fest davon überzeugt, dass Sabine sie umbringen will. Du Biest. Ich glaube, das ist ihr Plan. Das hat er sich genau überlegt. Ich frag nach Wasser. Sie bringt mir Wasser. Stellt es aber so hin, dass ich nicht drankomme. Und der Zweck vom Ganzen? In 3 Tagen bin ich tot. Ich muss irgendwas dagegen tun. Irgendwie muss ich mein Leben retten. Ich glaube, ich tue es. Ich tue es wirklich. Okay. Ich stehe auf.
Anke ganz kaputt. Das meint zumindest Sabine. Und Anke fühlt sich heiß. Unvergleichlich heiß. Ganz kaputt. Anke ganz kaputt. Ist aber nicht schlimm. In einem Jahr ist das wieder in Ordnung. Ja, okay. Ready. Wie fühlen Sie sich? Heiß. Unvergleichlich heiß. Einer geht noch. Einen haben wir noch. Ich kann nicht ohne Faxen. Das ist scheiße. Ja, ist witzig, oder? Tschüss, bis bald und danke fürs Zuschauen.